Ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sonic Generations. Und ja, wir sind ja letztens bei den Dings stehen geblieben. Bei den Herausforderungen City Escape. Die wollten wir jetzt diesen Part angehen. Und natürlich habe ich mich gefragt im letzten Part, wie komme ich so Shadow hoch? Und zwar sieht man ja, man kann hier auf City Escape auf den Schriftzeichen rumlaufen. Ja, wer hätte das gedacht? Ich nicht. Da geht man ja nicht von aus, oder? Da geht man ja nicht von aus. So, aber wir haben hier Shadow, der ein Chaos Brot bewacht. Man hört schon an der Musik, das wird jetzt bedrohlich. Ich weiß nicht, wo wir sind und das ist mir egal. Hier mache ich die fertig, Sonic. Ja, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Aber, ja, zwar ein bisschen Schiss, aber ist machbar, ne? Ist machbar. Und, so, dann gehen wir mal los. Was für eine coole Cutscene. Und der Kampf ist lange her, als ich den gemacht habe, aber irgendwie habe ich so eine Erinnerung, es ging doch darum, dass man ihn sämtliche Ringe beraubt und ihn da tackelt. Aber vorher sollte man, glaube ich, meines Wissens nach, die zwei Kugeln einsammeln, die wir gerade hinterherjagen. Ja, sonst wäre es ja schwachsinnig, so ein Rennen veranstalten für nichts, ne? Ja, diese Kugeln, man sieht oben links neben der Ringanzeige, muss ein bisschen aufpassen. Sieht man ja so eine kleine lila Kugel. Und daneben sind zwei Slots. Das heißt, wir brauchen zwei Kugeln, die wir einsammeln müssen. Aber er hat sie gerade in diesem Moment gekriegt. Na super. Das heißt, jetzt seht ihr rechts da bei ihm eine grüne Fläche, die ausgefüllt ist. Ja, genau. Mit grün. Und jetzt, natürlich, weil er diese Kugeln hat, hat er natürlich die Macht und kann uns ja attackieren. Und wenn ich jetzt keine Ringe habe, habe ich, glaube ich, verloren, ne? Ich glaube, so war das. Aber, ja. Wir schaffen das. Ich hätte ihn gerade anspringen können, aber irgendwie hat es nicht nochmal anvisiert. Schade. So gut sind meine Reflexe auch nicht. Aber die nächste Kugel sollten wir ihn keinesfalls überlassen. Ich glaube, dann hat er nämlich auch gewonnen. Ich glaube, dann ballert er uns die ganze Zeit ab und, ja, und dann zieht sich der Lack in Länge. Ich wollte eigentlich gerade Stunts machen, aber na gut. So. Und wir haben sie. Nice. Gut. Er hat auch noch 92 Ringe schon. Ne, 107. 107. Ich bin der mit den wenigen Ringen. Gut, jetzt schnell hoffen, dass wir die nächste Kugel kriegen und ballern irgendwie kaputt. Und somit können wir ihn verlangsamen und ihn die Ringe raushauen. Ja. So funktioniert der Kampf. Das ist eigentlich recht easy, wenn man sich nicht so dumm anstellt wie ich gerade. So, da sollten wir die auch kriegen, wenn ich hier runterfalle. Und wir haben sie. Gut. So, wo ist er? Na, erstmal kriegen wir den Power-Up. Power-Up Sonic. So, jetzt haben wir so eine lila Aura. Und die Musik ändert sich natürlich auch, was auch sehr cool ist. Und jetzt müssen wir die Meteoriten in der Gegend schleudern. Während die Musik cool wird. Eine gute Motivation dazu liefert, ihn zu ballern. Naja, und jetzt wird er halt langsamer. Und dann können wir auch ihn jetzt langsam die Ringe rausboxen, beziehungsweise raussprinten und fertig gemacht. Da fliegt er. Der gute Shadow. Ja. So machen wir das. Also eigentlich der Kampf ist recht leicht, finde ich. Es ist einer der leichtesten Kämpfe. Und wir haben A-Rang. Nee, S-Rang. Sehr gut. Was ein Kampf. Und der Chaos Emerald gehört jetzt uns. So, 3 Stück von 7. Wie bei den Dragon Balls halt, aber ist ja auch eine Anspielung. Ist ja natürlich, ist von Dragon Ball auch ein bisschen geklaut. Muss man sagen. Ne? Muss man sagen. So. Wo können wir jetzt noch hoch? Hier, ne? Ja, in CDs käme eine Herausforderung. Was will Cream denn von mir? Auf los geht's, los. Hier hältst du nur von Cream Ringe, erreicht das Ziel. Okay.
Ich weiß, dass wir... Ich brauche keine Ringe. Ich habe einen Ring, reicht mir. Damit komme ich durch, gut durch. Ich weiß, dass man mit klassischen Sonic, also mit zwei verschiedenen Sonics, auch mehrere Herausforderungen macht. Da bin ich mir im Klaren. Allerdings möchte ich doch die Herausforderung nur einmal machen. Weil jede Herausforderung zweimal machen. Ich weiß, da gibt es auch individuelle Herausforderungen pro Sonic. Allerdings sind die halt, sind das halt die wenigsten. Und da denke ich mir, mache ich die jeweils mit einem Sonic nur. Und dann sollte es auch reichen. Denke ich. Also, war gerade ein Lag, keine Ahnung. Zum Beispiel, ich denke so. Weil, ja. Gut. Es ist jetzt für viele die 100% hier sowieso eine Auslegungssache. Für einige ist 100% erst wirklich 100%, wenn man alle Sternringe gesammelt hat. Also Sternringe, diese roten, die roten Sternringe halt. Und auch sämtliche Challenges auf S geschafft hat. Beziehungsweise auch mit jedem mit dem klassischen Sonic und dem modernen Sonic. Für mich reicht das, wenn ich jedes Challenge einmal schaffe, mit einem Sonic, nicht mit beiden. Und... Ach Mist. Und ja, so denke ich. Reicht doch. Alter, hast du mir den Lag? Danke, die Lag. Danke, Lag, dass du mich... Naja. Deswegen denke ich so, das sollte so reichen, ne? Das ist gut machbar. Und bislang brauchen wir auch keinen Ring von Cream. Wobei es eigentlich völlig egal ist, ob wir jetzt einen Ring nehmen. Wir kriegen ja sowieso nur den A-Rang, Alter. Diese Stadt haben sie aber auch hier ordentlich präpariert, ne? Die wollen einen umbringen. Damit er in der Versuchung kommt, einen Ring zu verlieren. Und nicht mit mir, Boys. Nicht mit mir. Oh, ich krieg sogar Zeit minus, cool. Aber ich krieg auch nur ein A, ein S-Ring krieg ich dann niemals, sag ich doch. So, bleibst du mal hier. Danke. Schlüssel nehmen wir auch schon mal mit. Und da haben wir hier noch viel zu tun mit den Challenges. Und wir gehen einfach mit dem nächsten an. Sprintring 1, 2, 3, rase durch alle Sprintringe und erreiche das Ziel vor Ablauf der Zeit. Auch im Bereich des Möglichen. Vor allen Dingen... Oh ja, Mann, mit City Escape Musik. Oh, ich bin ein richtiger Fan von der Musik. Der Tails Pizza. Tails geht auch jetzt unter die Pizza-Verkäufer. Chili Pub. Oh, alles Mögliche. Dog in Town, ja, ja. Ich komme da nicht hoch. Ich muss tatsächlich durch die ganzen Ringe durch, ne? Ja. Yep. Da ist ein Hotdog im Hotdog. Chili Dog. Ist das Sonics Lieblingsspeise? Der Chili Dog. Übrigens, was ich auch mal sagen kann, ich bin in letzter Zeit etwas mehr Fan von Sonic geworden. Ich weiß nicht, woran das liegt. Sonic Mania habe ich gespielt, ich habe Sonic Dings gespielt, aber ich habe Sonic Forces angespielt, ne? Aber Sonic Generations spiele ich hier gerade. Habe ich auch schon mal fast durchgespielt, habe ich glaube schon mal gesagt. Und eigentlich bin ich voller Fan von Sonic mittlerweile geworden. Ich spiele halt sehr viele Spiele von denen momentan gerne. Gucken auch viele Let's Play Stuff so an. Weiß ich nicht, irgendwie gefällt's mir. Shit. Ja, okay. Natürlich. Ganz nach unten. Weil irgendwie die Sonic-Spiele zwar nicht perfekt, ne? Aber das sagt ja auch keiner. Aber sind halt echt schon, man, echt schon cool. Vor allem, weil das Geschwindigkeitsgefühl manchmal stimmt. Und für einen Jump Run braucht man halt irgendwie auch ein bisschen Geschwindigkeitsgefühl, gerade ich. Okay, I show you want to know, stand da im Hintergrund. Charmy hat ja auch sein Honiggeschäft in City Escape. Aber den Lieferanten sollten sie nochmal überdenken. Ich glaube, der rast hier. Der ist nicht gut, der Lieferant. So, 35 müssen wir haben. Da sind noch zwei. Und da ist. Oh, die waren alle. Okay, da oben war das Ziel. Ich dachte, das Ziel wäre irgendwie weiter hinten. Ja, die Lieferanten sollten sich überdenken. Ich meine, wenn der Lieferant den Honig liefert. Neo Queen Hill Zone, okay. Drunter und drüber. Komme über horizontale Stängen und Wirbelplattformen zum Ziel. Aber vorher gucken wir mal nach, was wir noch hier für Dingens haben. Oh, Super Sonic Racing. Ist zwar ein bisschen cringe, die Musik. Super Sonic Racing. Aber ich höre das momentan echt gerne.
gerade weil es halt so lustig ist. Also, ich weiß halt nicht mehr, ob ich es wirklich aus Cringe höre, weil es halt dieser cringige Stil ist, oder ob ich es tatsächlich gerne höre, mittendrin. Aber könnt ihr euch ja selber mal ein Bild von machen vom Lied. Leider ist das Spiel zu dem Lied nicht gut. Also relativ. Es ist durchwachsen, sagen wir es mal so. Ich will jetzt kein Spiel kritisieren, aber es ist halt nicht das beste Spiel. Sonic Racing. Ist cool. Obwohl ich City Escape natürlich auch mag, ne, das Lied. Aber Super Sonic Racing ist schon cool. Und da sieht man nochmal ein paar Wanted-Bilder. Ah! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh shit, 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 shit. Boah. Ich konnte mich noch retten. bitte nicht nochmal. Stacheln. Diese Stangen, ne? Ich kam mit den Stangen lange Zeit nicht zurecht. Aber einfach nur darauf achten, ob das der. Ja, in der Spirale, wenn man sich da dreht, dass es im blauen Bereich ist, da sollte es klappen. Man muss ein bisschen Geduld haben, man kann nicht sofort wieder hinterher abspringen. Super Sonic Racing. Oder Rising? Kann sein, dass ich falsch singe. Ist auch Wurst. Mann, bin ich gut, ne? Man kann wieder runterfallen. Aber was die mit der Stage hier gemacht haben, die haben sie echt präpariert, ne? Haben wir es gleich geschafft? Ja, haben wir es geschafft. Nice, das ist schon das Ziel. Nee, erneut Versuch brauchen wir es auch nicht. Und jetzt holen wir das Lied. Nein, Sonic, nicht nie. Wir müssen in die falsche Richtung. Ach, guck mal an. Sieh mal an, da kommt er zurückgekrochen. Da kommt er sogar noch angekrochen. Jetzt dürfen wir wieder nach oben. Ich bin nicht unbedingt ein Fan davon, ne? Muss ich sagen. So, zwei Challenge haben wir, glaube ich, noch. Zumindest sehe ich da nur zwei. Einmal die hier. Und Doppelgängerrennen. Okay. Krass, hat das Spaß sei. Feine schießt und bewegt sich schnell. Erreicht es Tier mit der Zeit. Ja, das letzte Mal war ja bei der Dingszone. Bei der Sky Sanctuary Zone. Dass die Gegner da alle viel schneller waren. Aber mal sehen, hier starten wir mitten in der Zone. Vom modernen Sonic. Und die Gegner schießen hier schneller. Ich hoffe, es ist nicht so schwer wie bei der Sky Sanctuary Zone noch. Aber sehen wir ja dann. Nö, relativ easy. Die Gegner reagieren ja irgendwie komischerweise langsamer. Oder können halt nicht zielen. Kommt alles zusammen. One-Up ist dann nicht. Oh Gott, hier sind ja viele. Naja, die wollen mich halt. Eggman will mich ja umbringen, der Eierkopf. Okay. Geht das hier ob's runter? Na super. Ich weiß, viele von euch mögen die Challenges nicht. Das kann ich mir schon denken. Weil es halt nochmal dieselbe Zone ist und ich halt nicht so wirklich. Ja, ist halt. Komm ich da langsam mal hoch. Gott. Mann, Alter. Für viele sind die Challenge nicht. Sobald ich halt nicht für ein Let's Play, aber ihr müsst das so sehen. Wenn ich jetzt hier die Challenge nicht mache und durchrase durchs Spiel, dann ist das Spiel Let's Play halt in unter 10 Parts vorbei. Und das wäre es halt auch irgendwie das Spiel nicht wert, ne? Überhaupt anzufangen. Denke ich. Weil das Spiel hat Content für 20, 30, keine Ahnung, Parts und Leaf Forest. Und da sollte man das doch schon zeigen, ne? So viel wie möglich. Ich zeige euch nicht alles, weil dann bin ich bei Part 15 noch dabei. Jede Route zeigen, wo man so ein Stern-Dings zeigt, geht. Sternring, roten Sternring. Muss man nicht zeigen, finde ich, aber man sollte jede Challenge mal zeigen. Also zumindest die einmal die Challenges von jedem Akt. Und ist halt nur meine Meinung. Gucken, hören wir mal Leaf Forest rein. Egal, nur Standard. Sind jetzt nicht meine Favoriten.
Mal gucken, vielleicht schalten wir noch ein paar gute frei. Aber jetzt erstmal mit dem Skateboard. Was war nochmal die Herausforderung? Ich Doppelgängerrennen, ne? Ja, ja. Sollte machbar sein. Ich bin halt normalerweise bin ich sehr gut, was Doppelgängerrennen angeht. Also zumindest hier in der City Escape Zone bin ich jetzt nicht das Schlechteste. Also ihr seht mich nicht hier heftig mega failen. Zumindest hoffe ich das. Aber kann man euch gesagt vom Lag und wahrscheinlich verreck ich gleich. Dieses Lied, ne? Alter, das Lied. Egal welche Version es davon gibt, die sind alle gut. Ich hoffe echt beim nächsten Sonic jetzt, außer Sonic Forces, dass halt wirklich wieder gut wird. Und mal wieder ein paar alte Zonen zurückkommen. Jetzt nicht die Green Hill Zone. Die war ein bisschen zu oft, aber ist halt. Sollte mit der Green Hill Zone muss halt ein Sonic anfangen, meiner Meinung nach. Aber so City Escape nochmal neu auflegen. Vielleicht mal so Open World mäßig so eine Story einbinden. Dass man dadurch rasen muss. Weil irgendwie der Truckfahrer besessen ist oder sowas. Ach, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Ach ja. So, jetzt ein bisschen langsamer, vorsichtiger spielen. Denn es ist ja immer noch Doppelgängerrennen, aber nur weil es ein Rennen ist, heißt ja nicht, dass wir uns Zeit lassen können. Weil der Doppelgänger ist irgendwie immer sehr nah dran. Oh, nicht runterfallen. Ich habe gerade gesagt, wir nicht Zeit lassen, ne? Und kaum. Hoch. Und rüber. Gut. Aber haben wir die Party eigentlich. Danke. Aber haben wir die Party eigentlich gut schon fast überstanden? Das ist ja, glaube ich, die letzte Challenge jetzt, ne? Und. Da können wir gerade durchgucken. Jetzt kommt der Truck. Supi. Oh, irgendwie buggt das aber gerade extrem. Naja, jetzt haben wir sowieso jetzt nicht jetzt. Jetzt kann man eigentlich nicht mehr failen, denke ich. Zumindest denke ich das. Kann man hier noch failen? Ich glaube nicht. Aber hier geht schon Action ab. Und ich finde, für den Last-Gen-Titel sieht dieses Sonic-Spiel immer noch gut aus. Es könnte so auf der PlayStation 4 laufen, denke ich. Ja, ein paar Effekte mehr, aber es könnte so auf der PlayStation 4 laufen. Oder auf Xbox One X. Könnte so laufen. Nur ein paar mehr Effekte. Ohne dass. Und keiner würde sagen, Alter, das ist PlayStation 3 Spiel. Wisst ihr? Finde ich gut. Ah, es kommt ja ganz nah. Vorne steht Gun drauf. Ist auf dem Nummernschild, aber. Ich hoffe, der ist jetzt tot. Ich hoffe, wir sehen ihn nie wieder. Gut. Und das war die letzte Challenge. Nice. Nett. Das war die Illustration Nummer. Keine Ahnung. So. Im nächsten Part geht's nach Caesar Hill zu den Challenges. Und. Mal sehen, da wird auf jeden Fall sexy, wie ihr schon recht seht, mit Rouge. Und ja, Boss-Tor wartet auch noch. Aber gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schaltet im nächsten Part wieder ein. Und tschüss.